Ja, meine Damen und Herren, mit dem Else-Otten-Preis zeichnen die Niederländische Stiftung für Literatur und der Flämische Literaturfonds alle zwei Jahre die beste deutsche Übersetzung eines niederländischsprachigen Prosawerks aus. In diesem Jahr haben wir drei nominierte Übersetzer und Übersetzerinnen und die möchte ich hier erstmal erwähnen. Dann wissen wir, über wen wir es haben. Das sind Rolf Erdorf und er ist nominiert mit dem Roman Doppeltod von Gideon Samson, die in den Niederlanden als Zwarte Zwaan erschienen ist. Ira Wilhelm hat Der Himmel meines Großvaters von Stefan Hertmans übersetzt, in Flandern erschienen als Oorlog en Terpentijn. Und als dritte ist nominiert worden Annette Wunscholl. Sie hat übersetzt die Kultur- und zeitkritische Schriften von Johann Huizinga und dabei geht es um In de Schaduwen van Morgen aus 1935, Im Schatten von Morgen, und um Geschwunden Wereld 1945, Verratene Welt. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich würde ganz gern hier auf der Bühne mit den Übersetzerinnen sprechen. Liebe Fragen, das wird auch klappen mit zwei von drei. Ira Wilhelm konnte leider hier heute nicht anwesend sein. Hier. Annette Wunscholl und Rolf Erdorf bitten hier hochzukommen und sich bei mir am Tisch hinzusetzen. Warum sind Sie Übersetzer geworden und was ist schön an diesem Beruf? Dass das Übersetzen mir liegt, dass ich ein spezifisches Talent dafür habe, das wusste ich gar nicht. Aber das ist so. Das heißt, das war wirklich ein Volltreffer, dieser Beruf für mich. Und er interessiert mich heute mehr als früher. Das kann man vorher auch nicht wissen. Einer der von Annette Wunschel gewählten Ausdrücke wäre im niederländisch-deutschen Vandale-Wörterbuch als erste Lösung zu finden, wenn überhaupt. Und doch sind ihre Lösungen so treffend und souverän, wie simplifizierend oder unnötig erklärend, dass der Kulturhistoriker Huizinga sich unseres Erachtens nach nur wünschen könnte, seine Essays in vorliegender Form selbst auf Deutsch geschrieben zu haben. Dieser Preis geht schnöderweise direkt ein, also wird umgewertet in etwas, was dieser Reihe weiterhilft. Damit man eben weitere Stipendien organisieren kann und so weiter, dass man einfach weitermachen kann. Das ist so sicher nicht. Ich freue mich im Augenblick enorm auf den Herbst der Mittelehe. Das wurde mir von einem niederländischen Freund gesagt, dass dieses Buch unübersetzbar sei. Ich sollte mir nichts einbilden. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt wieder, aber ich freue mich jetzt auf die Herausforderung, ganz sportlich und so, und weiß allerdings, dass das wirklich ein ziemlicher Brocken ist. Und dass das, also muss mich sputen, denn es ist 2018 soll es rauskommen, damit wir den 100-jährigen Geburtstag des Buches schaffen. Das ist also durchaus anspruchsvoll. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich hatte eigentlich Zitate von Echo aus dem tollen Buch vorbereitet und so weiter für den Fall, dass ich hier stehe, für den nervösen Fall. Und höre jetzt einfach auf. Und danke für die Geduld und Aufmerksamkeit.